willkommen zu einem neuen Video von mir. Vielen Dank für euer wahnsinnig tolles Feedback zu den letzten beiden Videos. Falls ihr sie nicht gesehen habt, könnt ihr sie gerne anschauen. Das war die Abendroutine nach der Schule und wie man lernt unter Zeitdruck. Und ihr habt auch unter den beiden Videos viele Videowünsche geäußert. Und da wollte ich jetzt auch nochmal fragen, falls ihr noch andere Videowünsche habt oder allgemein noch irgendwas von mir sehen wollt, dann schreibt mir das gerne jetzt hier in die Kommentare. Ich schreibe das immer alles in so Listen und dann versuche ich, da was draus zu machen. Falls ihr jetzt gar nicht wisst, wovon ich spreche oder wer ich überhaupt bin, ich bin Diana, ich bin 17 Jahre alt, ich mache dieses Jahr mein Abitur und ich drehe Videos über Schule und Motivation und allgemein, wie man so ein bisschen mehr Positivität in sein Leben sprüht und ein bisschen selbstbewusster und erfolgsbewusster wird. Und ja, abonniert mich unter dem Video, dann verpasst ihr keins meiner neuen Videos und dann würde ich sagen, können wir auch schon loslegen. Ich habe auf Instagram gefragt. Da könnt ihr mir nämlich gerne auch folgen. Ich poste relativ viel. Ein unaussprechlicher Instagram-User fragt, was war das lustigste Erlebnis in deiner bisherigen Schullaufbahn? Und da habe ich tatsächlich letztens drüber geredet mit einem Freund aus dem Physikunterricht. In der 7. Klasse hatten wir zum allerersten Mal Chemie. Und in Chemie ist ja die allergrößte, krasseste Regel, man darf bloß nichts von den ganzen Chemikalien, die da sind, irgendwie essen oder was weiß ich. Und dann hatten wir zum ersten Mal Chemie und haben so die ersten Versuche mit Kochsalz gemacht. Und es war ja wirklich nur ganz normales Kochsalz. Aber dass da noch andere Sachen drin sind, was weiß ich, man darf ja auf gar keinen Fall das essen. Und dann habe ich so experimentiert. Und dann meinte so ein Freund von mir, ja, das müsste man mal essen. Das ist ja nur Salz. Und dann meinte ich so, ja, du traust dich bestimmt eh nicht, das zu essen. Und dann meinte er so, hä, warum sollte ich mich nicht trauen, das zu essen? Und dann meinte ich, ja, du bist bestimmt nicht mutig genug, das zu essen. Und habe ihn so lange provoziert, dass er meinte, doch, ich bin mutig genug. Und hat dann den Löffel genommen und einen ganzen Löffel Kochsalz gegessen. Und in dem Moment kam die Lehrerin von hinten und hat das gesehen. Und dann ist mir aufgefallen, wie übel das eigentlich ist, weil man ja im Unterricht also wirklich nichts essen darf. Und wer weiß, was das sonst gewesen hätte sein können. Und dann meinte ich so, als ich gesehen habe, dass die Lehrerin gekommen ist, meinte ich so, oh nein, du darfst das doch nicht essen, oh mein Gott. Und dann hat er so dermaßen Ärger bekommen, dass der Lehrer die Geschichte heute noch erzählt zur Abschreckung für die Kinder. Und er musste ein halbes Jahr im Chemieunterricht hinten in der Ecke stehen, immer wenn wir experimentiert haben und war ausgeschlossen von jeglichen Experimenten. Ja, er hat's ja gegessen, da kann ich ja nichts für. Ja, es gab auch noch Tonnen lustige Ereignisse, also das ist nur eins davon. Linda fragt, was ist deine Motivation, morgens aufzustehen? Das ist leicht. Leute, wir haben nur ein Leben. Wir haben nur dieses eine Leben auf dieser Erde. Wir leben in Deutschland. Wir haben eine riesige Chance auf Bildung, auf alles. Wir haben so viele Möglichkeiten. Jeder Tag, den man da nicht nutzt, wäre halt echt ein verschwendeter Tag. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch meine Phasen habe, wo ich müde bin, wo ich nicht so Lust habe auf die Dinge, die kommen. Aber ich habe mir mein Leben relativ so gelegt, dass ich viele Dinge tue, die ich wirklich sehr, sehr, sehr liebe und dadurch jeden Morgen noch gepushter bin, weil ich an denen weiterarbeiten möchte. Fina fragt, was magst du an dir selber? PS, ich bin vom Tanzstundenball von Lisa, finde dich immer noch total toll, mach weiter so. Ach, das war voll cool. Da war ich bei meinem Freund auf so einem Abtanzball und dann hat sie mich angesprochen und meinte, dass sie meine Videos cool findet und das fand ich richtig, richtig cool. Also liebe Grüße an dich. Was mag ich an mir selber? Ich weiß jetzt nicht, ob äußerlich oder innerlich. Äußerlich zum Beispiel, also ich mag meine Haare ganz gerne, weil die sind so leicht und nicht ganz so dick. Also ich kann relativ viel mit denen machen. Ich kann eigentlich alle Frisuren machen. Sie wachsen ganz gut. Und die Farbe ist ganz cool, also ich mag meine Haare ganz gerne und vom Inneren mag ich auf jeden Fall, dass ich in meinem Denken einfach keine Grenzen setze. Aber ich weiß einfach, was alles möglich ist und wenn man nur viel genug dafür tut, dass wirklich alles möglich ist. Jule Will fragt, warum hast du angefangen, YouTube-Videos über Schule zu drehen? Erstens hatte ich, glaube ich, immer ganz gute Systeme für die Schule. Zweitens, das ist halt so ein Bereich im Leben, wo man lernen kann, wie man sich gut strukturiert, wie man Systeme entwickelt, wie man erfolgreich darin werden kann. Und das ist das, was ich ja allgemein zeigen möchte. Und da ist Schule ein guter Anker für. Und außerdem habe ich ja jetzt bald mein Abi und ich glaube, dass ich aus vielen Sachen gut lernen konnte, die auch ich falsch gemacht habe. Und das zeige ich halt wirklich gerne. Jasmin Mona fragt, wie lange bist du mit Michael zusammen und könnt ihr mal wieder ein Video zusammen drehen? Wer nicht weiß, wer das ist mein Freund.
Boyfriend. Wir haben auch einen Boyfriend-Tag zusammen gedreht, den könnt ihr euch gerne anschauen, der ist super süß geworden. Wir sind jetzt zusammen, heute ist der am 7.2. sind wir 8 Monate zusammen. Könnt ihr euch ja merken und uns gratulieren. Könnt ihr mal wieder zusammen ein Video drehen? Ja, ja. Klar, wir wollen gerne zusammen Videos drehen und ich habe auch da so ein paar Ideen, was wir noch so machen könnten. Cola fragt, wie bereitest du dich auf deine Abi-Prüfungen vor oder könntest du dazu vielleicht sogar ein separates Video machen? Das wäre toll. Na, also die Langzeitvorbereitung fürs Abi waren die Zusammenfassungen für jede Klausur, dass ich bei jeder Klausur eine Zusammenfassung geschrieben habe, was mir jetzt unglaublich hilft, weil wenn ich jetzt die Gesamtzusammenfassung mache, dann muss ich nur die Sachen einfügen, die in Klausuren nicht dran kamen, die aber trotzdem Pflicht fürs Abi sind, sodass ich dann zu jedem meiner Prüfungsfächer quasi so einen Batzen an Zusammenfassung habe von jedem Semester. Dazu werde ich aber, denke ich, ein separates Video nochmal machen. Belisa fragt, warst du schon immer so gut in der Schule, da du ja auf 1,5 stehst und seit wann machst du dieses System mit deinen Lernzetteln und so weiter? Erste Frage, ja. Also ich war eigentlich immer so zwischen 1,4 und 1,6. Und seit wann machst du dieses System mit deinen Lernzetteln und so weiter? Also das 5-Schritt-System, ich schätze, darauf sprichst du an, dass... Könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr es nicht gesehen habt. Das war meine Lernmethode. Also ich habe diese Methode über die Jahre so entwickelt und für mich so angewandt, so konsequent jeden Schritt zu machen, mache ich wirklich erst seit der Oberstufe. Und das würde ich konsequent ab der Oberstufe halt für die Prüfungsfächer wirklich empfehlen, weil durch die Lernzeit, die man hat, hat man dann fürs Abi schon die Zusammenfassungen. Also ich glaube, es hätte mir damals geholfen, so in der Unterstufe, dass ich vielleicht noch bessere Noten geschrieben habe, hätte, wenn ich immer so die 5 Schritte gemacht habe, selbst wenn man sie nicht so ausführlich gemacht hat wie jetzt in der Oberstufe. Aber damals hatte ich noch nicht so ganz so die Struktur und das System drauf, weil ich mir das mit der Zeit erst so entwickelt habe. Also wie gesagt, für Unterstufe würde ich das empfehlen und vielleicht ein bisschen abgeschwächter, nicht ganz so ausführlich, weil dann reicht manchmal auch mehr der gröbere Überblick. Und für die Oberstufe würde ich es halt, wenn ich zurückgehen würde, ich habe ja jetzt bald mein Abi, würde ich es immer noch genauso machen, wenn nicht sogar noch ausführlicher, weil dann hätte ich jetzt weniger Arbeit, also noch weniger. Steffi fragt, was ist dein Ziel im Abi, welcher Durchschnitt? Früher wollte ich was studieren, was einen guten Durchschnitt gebraucht hat, also es war was mit Psychologie, da hätte ich so, also es war eine spezielle Form von Psychologie, da hätte ich so 1,3 schon ganz gut gebrauchen können, aber mittlerweile habe ich durch Planwechsel mir als Ziel gesetzt, dass ich einen 1er Durchschnitt haben möchte und das ist das, was mir dann genügt und womit ich zufrieden bin und was mein Ziel ist. Lost Hopes fragt, wenn du und dein Freund Tiere wärt, welches Tier wäre er dann und welches du? Definitiv wären wir beide dasselbe Tier und entweder wir wären beide Löwen oder Adler. Kannst du mal in einem Video den Inhalt deines Kleiderschranks vorstellen? Also ich habe eine Kleiderschranktour gemacht, die kannst du dir gerne anschauen. Und wenn du das irgendwie noch genauer möchtest oder wenn ihr das noch genauer möchtet, könnt ihr das gerne schreiben, aber das ist so grundlegend das, was da drin ist. So, ganz viele Fragen. Was willst du nach deinem Abitur machen, fragt Annika. Oder Sarah fragt, wie sehen deine Pläne nach dem Abi aus? Also sowohl beruflich als auch Reisen und so. Wo hast du vor hinzureisen oder würdest du sowas wie Work and Travel oder Au-pair machen? Beste YouTuberin, by the way. Dankeschön, by the way. Genauso Linis Lifestyle fragt, was willst du nach der Schule mal werden? Das sind ein bisschen komplexere Pläne und ich habe viel vor. Ich habe viele Dinge, die ich erreichen möchte, viele Dinge, die ich umsetzen möchte. Ich kann schon mal so viel sagen jetzt für dieses Jahr, dass ich dieses Jahr noch nicht studieren werde. Das hat bestimmte Gründe und ich habe bestimmte andere Pläne. Aber ich denke, dass ich das euch erzählen werde, wenn es alles fixer ist und wenn das alles ganz genau feststeht. Allegra fragt, was war deine schlimmste, schönste Zeit in deinem Leben? Ich denke nicht, dass man das so genau sagen kann, weil es ist jetzt nicht so, dass ich auf mein Leben zurückblicke, meine stolzen 17 Jahre, und denke, boah, das war die schlimmste Zeit, sondern ich sehe so ein paar Momente, wo es mir emotional vielleicht nicht gut ging, aber ich würde niemals sagen, dass das irgendwie die schlimmste Zeit in meinem Leben war. Und genauso zu der schönen, also ich finde, es wird jeden Tag alles noch schöner und besser und da kann man das auch nicht direkt sagen. Okay, das war's an dieser Stelle mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für eure Fragen. Und es tut mir leid, wenn ich einige noch nicht beantworten konnte, aber sonst wird das hier ewig lang. Falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir das wirklich gerne in die Kommentare. Ich nehme mir dann Zeit und beantworte die.
Und schreibt mir, wie gesagt, eure ganzen Videowünsche in die Kommentare. Abonniert mich, lasst ein Like da und whatever, da seid ihr ganz euch überlagen gelassen. Ihr könnt auch ein Dislike da lassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, morgen, was auch immer. Ich freue mich aufs nächste Video und ich sehe euch dann. Bye!